Wir haben sehr lange geprobt und ich weiß, ihr habt da alle euer Herzblut reingelegt. Ihr wart alle wahnsinnig professionell und ich liebe euch alle dafür, weil es einfach jetzt eine sehr, sehr schöne Zeit hoffentlich sein wird. Zwei Monate wir als kleine Familie und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ich das mit euch teilen darf. Zu. Es ist so weit, verzaubert ist die Zeit. Schmetterling im Bauch, der erste Ton, nur Emotion und Lampenfieber. Dafür lebe ich, für den Traum im Rampenlicht, ein Gefühl ist tief in mir und sterbe. Schritt geh ich allein, möchte in tausend Herzen sein. Das ist so mein Moment. Ich komme hochgefahren und du hörst den ersten Applaus. Und das war einfach jeden Abend ein wunderschönes Gefühl. Und dann noch diese Zeilen zu singen und dann mein Publikum, meine Fans anzusingen mit, also es hat mir einfach so viel Kraft gegeben und so viel Energie in mir aufgewühlt, dass ich dann einfach, da wollte ich auch wirklich, dass die Show losging. Egal wie müde ich vorher war, egal wie, na klar hatte ich auch während der Tour Phasen, wo ich dachte, oh, heute auf die Bühne, nein, ich will lieber im Bett bleiben oder ich möchte DVDs gucken, ich will mit meinen Freunden essen gehen, ich möchte heute nicht auf die Bühne, ich habe heute echt keinen Bock. Aber sobald dieser Moment da war, ich fahre hoch und dann so der erste Song ist einfach, da bin ich total, da bin ich gefangen. Da war auch alles andere vergessen und auch alle Müdigkeit war weg und egal was, alle Sorgen weg. Immer, jeden Abend. Ganz allein im Licht, ein Mensch aus Glas, das bin ich heute für dich. Gefühle, Glück und Leid, ich trag mein Seelenkleid, hautnah und nur für dich. Allein im Licht, verwundbar und auch starr, so siehst du mich. Mein Herz ist ungeschminkt, wenn wir zusammen sind, zählt nur.
Nee, kein Tag, guten Tag. Können Sie mal den Gepäck hochschicken, bitte? Ganz, ganz dringend. Ganz dringend. Danke, tschüss. Selbstverständlich, Herr Fischer. Nee, kein Tag. Ja, ich hab vorher selbstverständlich, Herr Fischer. Ich habe vorher klar und deutlich. Ja, klar und deutlich war das jetzt Kantag. Nicht, aber. Kantag. Und jetzt gleich noch mal. Okay. Ich habe das Salzstangen ins Büro bringen lassen. Ins Hotel bringen lassen. Oh, danke. Und Cola noch. Vielen Dank. Ich und Cola werden vielleicht auch noch Freunde. Ja. Und du darfst immer nur Coca-Cola trinken. Ja. Wenn du Magenschmerzen hast. Oder Magenprobleme hast. Die Plakat ist doch wirklich Wahnsinn. Wo denn? Da vorne schon wieder eins. Ja, ja. Dreht sich gerade um. Ja, das haben schon ein bisschen eh, ne? 250 Plakate in Hamburg. Aber es fällt jedem auf. Wir machen schon wieder Pause. Nee, ist heute. Hallöchen! Hey! Ich umarme mich euch jetzt mal nicht, auch wenn es blöd ist, weil wir uns lange nicht gesehen haben, aber ich weiß nicht, was ich habe. Was ich befürchte, keine Ahnung, kann sein, es ist ein Magen-Darm und dann will ich euch nicht anpassen. Von daher, hallo! Hallo, Süße. Ich umarme mich heute euch mal nicht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas. Nein, tu es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, nicht so schlimm, aber ich habe Angst, dass wenn irgendwie, ne, dann. Meinst du nicht? Ich kann auch nicht. Scheiß drauf. Hab die Ewi nie mehr gesehen. Ja, stimmt, das ist blöd. Ich habe den Anfang gemacht, das kann ich. Okay, komm. Was wir noch nicht haben, sind, also wir haben diese Sachen, diese verlängerten Breaks da auch immer reingepackt, die in dem Remix auch drin sind, was so diese vier Takte, bevor der Chorus losgeht. Da muss ich deinen Vocal aber noch nehmen und muss ihn durch irgendwelche Effekte jagen, sodass das sich so remixt. Das habe ich noch nicht gemacht. Oder also wenn du jetzt zu viel wechselst, dann geht so ein bisschen dieser Dance-Charakter von. Und deswegen klingt das jetzt an einer Stelle beim Anfang, beim ersten Mal hören wir so, was ist das denn? Wenn du es zwei nochmal gehört hast, macht es alles total Sinn. Okay, also wir wollen folgenden Ablauf heute machen. Wir haben unsere letzte Produktionsbesprechung, was ist unsere letzte, unsere erste Kose. Wir wollen heute noch einmal über die Bühne sprechen. Ich sage gleich, dass der Vorschlag, der heute präsentiert wird, bereits das Budget in spektakulärer Art und Weise gesprengt hat. Aber wir sollten heute den Tag heranziehen, um einfach mal die Möglichkeiten durchzusprechen, ob vielleicht er aus seinem Zauberkasten noch die eine oder andere Sache herauszaubern kann, die uns vielleicht noch wichtiger wären oder noch besser wären, wie das, was wir im Moment vorhanden haben. Und das wäre es jetzt schon als Vorrede. Mr. Hacker? Für dich ist mir das für die Zukunft total wichtig, dass wir mal aufhören zu sagen, oh, das hat der und der gemacht, das sieht toll aus, das machen wir jetzt auch. Sondern, dass wir wirklich, du bist da in der Pole Position und da muss man auch Sachen kreieren. Ja. Und
Das ist auch mit dieser Bühne. Natürlich haben schon tausend andere irgendwie ein riesen Set auf der Bühne gehabt. Aber da ist es jetzt auch an uns, eine Show zu kreieren, die eben nicht ist wie die von dem oder das von dem oder das von dem. Ja, wird sie eh nicht, weil wir haben ganz andere. Klar. Aber das haben wir letztes Mal schon nicht gehabt. Ja, aber mir ist es, man muss noch weitergehen, man muss noch mehr sich Gedanken darüber machen. Wir haben schon die Angewohnheit immer was so, wir machen so und wir machen so. Ich glaube, wir nehmen uns zu wenig Zeit in der Vorbereitung auch kreativ, sich neue Ideen dieser Geschichten auszudenken. In dieser Fläche haben wir eingelassen im Moment diesen Kran. Ja. Und vier Toaster, wo quasi Tänzer aus dem Boden rausfliegen können. Ja. Ja. Das ist ja ein Wahnsinn, was da an Lichtzeugs da noch also an der sieht, Decke hängt. Es sieht schon gigantisch aus, das ist gar keine Frage. Wie kriegen wir das hin, dass die so nach und nach entsteht? Das ist so, dass es nicht von vornherein knallt irgendwie. Das ist jetzt, das wäre noch. Die Bühne? Mhm. Ist kein Problem. Weil wenn wir unser Opening haben mit dieser sehr sanften und. Mhm. Das kannst du bei dieser Bühne erstmal. Das weiß ich nicht. Nein, das geht. Wie? Na klar, wenn du hier oben. Also wenn du wirklich alles dunkel hast, aber so dunkel wird es nie sein in der Halle. Ja, aber du kriegst, sobald du die LED-Wand hinten aus hast. Ja. Und alles wirklich klein fährst, ist es überhaupt kein Problem. Ich habe schon genug Bühnen gehabt, die über 30 Meter hatten, wo ein Strahler an war und ein Sänger da stand. Marvin, is it okay for you? I like it. You like it. You love it or you like it? I like it. I mean, I love it. Yeah. I'm trying to back me in the corner. I do like it. No, I just want to know if you say it's perfect for the plans we have, or you say it's okay, it's nice. I think it works with everything that we have. Ja, es tut mir einfach gut, wenn ich auch mich mal so ein bisschen zurücknehmen kann. Und ich weiß, ich habe auch schon viel, gerade die Tourneen früher, so 2008 und 2009 und die erste Tournee, also bis 2010 habe ich eigentlich alle Tourneen immer selbst irgendwie mir ausgedacht. Ich habe auch tatsächlich eine Phase gehabt, da war Uwe nicht an meiner Seite, sondern ich habe mir selbst mein Publikum erspielt und bin selbst zu den Auftritten gefahren und es hat mir so ein Gefühl gegeben, ich werde hier gerade erwachsen. Also manche werden ja später erwachsen. Also ich habe sowieso immer das Gefühl, ich bin so ein Spätzünder, weil ich so viel Verantwortung dann plötzlich alleine tragen muss. Also meine Eltern konnten mich auch nicht immer begleiten und ich bin, wie gesagt, dann mit meinem Playback und mit meinen Autogrammkarten von Dorffest zu Dorffest und habe so die Ochsentour gemacht. Bin wirklich getingelt, habe mir dann mein Publikum erspielt, habe so zwei Auftritte oder drei auch mal am Tag gemacht, bin wieder weitergefahren. Ich habe mir überlegt, welche Medleys, wie wir die zusammenschneiden können. Ich habe sie sogar geschnitten und habe es dann meinem musikalischen Leiter damals mit auf den Weg gegeben, damit er es mit der Band proben konnte. Also ich musste mir einfach nichts mehr beweisen, dass ich das irgendwie nicht kann oder so, sondern jetzt war es einfach an der Zeit zu sagen, okay, sind wir auch in so einer Größenordnung angekommen. Das sind Top-Leute und lass die einfach machen. Also ich muss nicht überall meine Nase reinstecken. Also das musste ich auch ein bisschen lernen. Trotzdem natürlich, wenn mir irgendwas total gegen den Strich gegangen wäre, dann hätte ich es auch gesagt. And here we have Miss Helena Fischer, everybody. Thank you. Yes, so no extra pressure, but now, no extra pressure, but now we're watching. So we just went from what point do we go from? In these years, Wesley. Boys? Yes. All right, here we go. Places, please. And music's on. And you trained where? Phil Winston's Theatre Works. Thank you, gentlemen. Thank you for your time. Thank you, thank you, thank you.
This is yesterday's females? These are yesterday. This is all Berlin. Oh. Das ist nicht die, das ist nicht die Audition für Pippin, sorry. Wir entsprechen auch nicht ganz unserem Qualitätsanspruch. Obwohl, fangen Sie doch einfach mal an. My name is Dieter Zimmermann, I'm from Bayreuth, and this is the first time that I am at a casting, and I'm very nervous. Okay, and what song will you be singing today? Singing? No, dancing, I'm sorry. Jetzt dreh doch mal. Ja eben, mit Musik, guck mal, Dieter. Komm, Dieter. 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 Oh, I know, that's some good sweat. Hallo, Chefin. Alles gut? Ja. Ein Theater für dich. Schön. Hallo, Chef. No, 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 no. First choice. Maybe. Yeah. Basically, if we're super honest, no, girls. And if we're super honest, no, guys, either. After 4 days casting, we have nobody. Wir können natürlich jetzt sagen, wir gehen nochmal nach Hamburg, wir gehen nochmal nach München, aber dann werden wir die gleichen Probleme auch haben. Mhm. Also gibt es nur die Möglichkeit, dass wir irgendwo hingehen, wo viele sitzen, wirklich aussuchen können. Und wo die vielleicht ganz unvoreingenommen, die sagen, wow, Deutschland, geil, möchte ich mal hin? Mhm. Tour, ich kann 3 Monate Deutschland gehen. I think Germany's done now. Yeah, really. Because I know that every dancer in the country knew about the audition. Why they didn't show up, I have no idea. But we should speak it out. Should we go to L.A.? I mean, should we go to L.A.? We can go. I think we should have another casting. In whatever city, it doesn't matter to me. L.A.'s fine. L.A.'s great. Then let's decide this. Guten Tag. Es geht um das Interview jetzt, ne? Er hatte eben angerufen, er hat gesagt, okay, ich lese durch, ich bleibe dran. Und jetzt sind das schon die Nächsten. Mhm. Oh. Hallo? 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 So, klappt. Wen habe ich jetzt am Telefon? Ja, guten Tag, mit Tom Metz aus Prag, Amsterdam. Aus Amsterdam, hallo. Hallo. Ich wollte gerne eine Geschichte machen über Sie. Ja. Und ich habe schon gelesen, dass Sie ein Russin sind und Sie sind am jungen Lebzeit sind Sie nach Deutschland gegangen. Mhm. Mit die ganze Gesinn? Mit der ganzen Familie, mit der ganzen Verwandtschaft. Also wir sind alle 1988 nach Deutschland ausgewandert sozusagen, ja. Sie haben auch am Fernsehen viel, viel Erfolg gehabt und jetzt gehen Sie nach Holland. Gehen Sie ganz durch Europa oder? Also wir haben Deutschland natürlich zum größten Teil dabei, dann die Schweiz, Dänemark, Österreich, Belgien ist noch also für mich das erste Mal, dass ich in Belgien auftrete. Und Straßburg sind wir auch noch, also so ein bisschen Frankreich nehmen wir auch noch mit. Das ist eine große Tour. Es ist noch nicht ganz die Europa-Tour, aber es ist schon eine sehr große Tour für mich, ja. Ja. Okay. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Haben Sie einen Freund oder? Ja. Okay, ist er auch dabei? Nicht immer natürlich, aber er wird mich ab und zu besuchen, klar. Ah, okay. Wie heißt Ihr Freund, als ich frage mal? Der heißt Florian Silbereisen und ist auch ein bekannter TV-Moderator, Entertainer, ein Showmaster, der hier in Deutschland sehr erfolgreich ist. Okay. Gut. Na, dann wünsche ich viel Glück. Danke Ihnen. Eine gute Show und ich hoffe, dass wir daran beitragen, dass Sie viele Karten verkaufen. Das ist lieb. Dankeschön. Einen schönen Tag Ihnen noch. Okay, Sie auch. Danke. Danke. Tschüss. Das ist ja wirklich, dass in der Interviews man ganz vorne anfängt, ne? Die haben ja null Ahnung. Haben Sie einen Freund? Ja. Was ist das jetzt? Das ist meine Mutter. Ja. Mami. Hallo, meine Dierwitschka. Hallo, meine Liebe. Hallo. Wie geht's denn dir? Ja, geht schon. Da müssen wir ein Taxi nehmen. Besser? Geht besser, ja. Versuchen wir mal Großraum-Taxi zu kriegen, weil ihr wollt auch... Alles gut. Hm? Ja, ich vermisse nur deine Hühnersuppe. Ja. Aber ja, mein Schatz, bitte doch den Frank. Nein, ich weiß, der Uwe hat schon gesagt, der Frank könnte mir. Nee, ich
Alles gut. Ich war ja gestern ziemlich früh im Bett und habe dann lange, also versucht zumindest einzuschlafen. Ich habe aber so viel Cola getrunken, dass ich nicht schlafen konnte. Aber ich lag zumindest im Bett und das war, hat auch gut getan. Hast du Iberogast jetzt genommen? Ja, Iberogast habe ich auch schon. Also muss ich jetzt noch nehmen. Ich hab heute Morgen ein bisschen Haferbrei probiert zu. Ja. Это Леночка, mein Kind, das ist. Ach, Kind. Это все то, что все, все время хочешь похудеть, похудеть, а потом шипst du Currywurst rein und dann weißt du, das ist dann zu viel. Verträgt der Magen nicht. Keine Ahnung, von was das. Ich kann es dir auch nicht sagen. Aber das ist nicht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Liebes, ich bitte dich als Mama. Morgens frühstücken wenigstens Scheibe Brot mit ich Butter. Ich weiß, Mama. Butter ist ganz wichtig für dich. Brot, Vitamin B. Mittagessen wenigstens Suppe, Tellersuppe, Kind. Mami, ich, ja, Mittag, alles gut, Kaffee ich esse. Und Abendessen, bitte. Guck nicht auf deine Figur. Bitte, Gesundheit ist das Wichtigste. Ja. Und die Menschen werden dich lieben mit ein paar Kilos mehr oder weniger. Ich weiß, Mama. Aber ja, wenn ich doch heute nicht essen kann, so wirklich. Ich esse dann wieder, wenn es mir besser geht, okay? Ja, ja, mein Schatz, versprich mir. Und bitte, 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 Gesundheit ist das Erste. Ich weiß. Das ist nicht so wichtig. Okay? Mhm. Ich hab dich lieb, glücklich. Ich bin meine ganz viele Gebete für dich. Tschüss. Tschüss, Mami, wir hören uns, ja? Ja. Okay, danke dir. Ich drück dich. Ich tschüss, Mami. Ich auch. Das würde ich gerne deine Suppe kochen und bringen nach Hamburg. Gut. Ah, jetzt hör auf, das war ich auch noch. Ja, 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 ja. Tschüss, Mami. Tschüss, Mami. Alles in Ordnung. Tschüss. Tschüss. Mmh. Ja, süß, meine Mami ist süß. Deine Mami ist immer süß. Ich war total neben der Spur. Oh Gott. Oh, ich mal das. Schön. Oh. Immer wenn du mal nicht bei mir bist, wieder ein Abend unendlich ist, flieg ich zu dir in meinen Träumen. Immer rufst du mich dann nachts noch an, fragst mich, ob ich auch nicht schlafen kann. Und wie mein Traum heute war, und dann sag ich wunderbar. Doch ich erzähl dir nie von meiner Sehnsucht, die immer größer wird mit jedem Tag, dass sie mich jeden Morgen weckt und mit mir schlafen geht. Auch das verschweige ich dir. Ins Getümmel. Krass! Es ist ein wunderbarer Blick. Er verfolgt immer. Es ist ein Traum. Ja, ich finde es gut. Könnten wir die Lippen nicht ganz so rosa machen? Nee? Habt ihr es? Also, ich finde es. Also, aber das ist jetzt so. Ich finde es super schön, wenn du da zum Beispiel hinguckst. Das sind die Deckenhänger, die wir produzieren für die Tour. Das ist wunderbar. Und dieser Touch, dieser kleine, wirklich farbige Ansatz, den brauchst du, damit das Bild genau in dieser Weichheit ist. Und ich finde es sehr schön. Wenn du es ein bisschen reduziert haben willst, ist es kein Problem. Und warum ich dreckig bin, naja. Wieso? Ja, ist klar. Weil ich arbeite. Ja, und du hast ein paar Stunts schon, also gemeistert sozusagen. Du bist über ein paar Hürden schon gesprungen, hast schon viele Blockaden durchbrochen, hast viele Tabus gebrochen, nach dem Motto, so modern kann deutscher Schlager sein. Auch wenn ich jetzt mir Feinde mache, diese Flecken wollt ihr drin lassen, das begreifen die Leute. Aber die sind überall, Uwe. Ja, ich frag nur. Du hast sonst ein ästhetisch schönes Bild,
Du findest es aber jetzt dadurch... Ich sag, wenn ihr es wollt, von mir aus gerne. Nicht unästhetisch, nur weil ich jetzt ein bisschen schwarz bin. Es kapiert nur keiner, warum du schwarz warst. Außerdem hat es was Markantes. Ich finde es gut. Dreck im Gesicht. Das ist auch okay hier. Ja. Okay. Was denn? Ist okay. Ich habe einen Knochen. Ja. Den möchte ich auch sehen. Okay. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber so dieser erste Block, der ist schon sehr... Na klar. Ist ja auch eine sehr selbstbewusste Strecke. Das stimmt. Das ist doch... Da trittst du jedem deiner Leute dem gesamten Team in Hintern. Das kannst du nicht machen. Warum? Weil du im Prinzip du alles alleine entscheidest. Findest du? Ja, so steht's da. Nein. Alles von anderen erledigen zu lassen, das wäre nichts für mich. Naja, so immer. Noch am Ende des Tages muss ich die große und wichtige Entscheidung selbst treffen. Ich bin zum Glück kein Mensch, der sich vor solchen Entscheidungen scheut. Es ist generell sehr... ja. Sehr selbstbewusst. Wenn man es neutral liest, dann... Also erstmal dieses alles von anderen erledigen zu lassen, das wäre nichts für mich. Das sagt ganz klar, dass sie sich um jeden kleinen Furz irgendwie auch gerne kümmert und auch bereit ist. Also das finde ich so im Grunde so, sie ist nicht die Diva, die sich irgendwie alles so... Das finde ich passt. Also, so. Aber sie kümmert sich ja nicht jetzt um jede Kleinigkeit. Nein, aber es ist schon... Was soll das heißen? Doch, sie kümmert sich um die Kleinigkeit im Kleinen und sie... Bei jeder Entscheidung, du gehst... Also, was meinst du mit Sachen, wir tagtäglich entscheiden, ohne dass wir dich fragen? Ja, das ist ja die Vorauswahl, damit du mich entlastest. Aber bei allem anderen rufst du mich doch an. Und du willst das ja. Ja, aber es geht doch nicht um mich, Helene, es geht doch überhaupt nicht ich um weiß. Mich. Ich weiß. Guck mal nochmal, wenn du es jetzt wirklich liest, neutral, alles von anderen erledigen zu lassen, das wäre nichts für mich. Natürlich hat Helene Fischer um sich herum ein starkes Team aufgebaut, das ihr zur Seite steht und sie unterstützt. Sie liebt die Zusammenarbeit, die von Diplomatie und Offenheit, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Genau, das ist okay. Doch am Ende des Tages muss Helene Fischer die großen und wichtigen Entscheidungen selbst treffen. Den können wir rausnehmen. Ich habe Uwe kennengelernt im Hotel. Also ich war mitten in der Musical-Ausbildung und wir haben uns deshalb getroffen, weil er meine Demo-CD gehört hat und ihm darauf The Power of Love sehr gut gefallen hat. Ich glaube, wir sind einfach so verblieben, dass wir mal gucken. Und dann plötzlich hat er mich angerufen und hat mich gefragt oder hat mich gebeten, dass ich eine Sendung mache, und zwar bei Florian. Die haben dann nämlich eine Sängerin gesucht, die an Florians Seite ein großes Operetten-Medley singt. Und ab dem Zeitpunkt haben wir wohl positive Reaktionen bekommen und Uwe hat dann auch nicht mehr locker gelassen. Er ist dann gleich mit mir zu seinem... Ich sag mir zu Haus- und Hofproduzenten gefahren, zu Erich Liesmann, zu Jean Frankfurter eben, habe mich ihm vorgestellt und wir sind ins Studio gegangen. Ich habe meine ersten zwei Songs aufgenommen und Feuer am Horizont und Auf der Reise ins Licht war das. Und dann war natürlich, so jetzt hatten wir zwei Songs aufgenommen, so jetzt ist die Frage, machst du Schlager oder nicht? Also wollen wir das jetzt angehen und das ist jetzt ganz fest und ich war Anfang 20. Für mich war das eigentlich so, ich habe mir schon die Frage gestellt, Schlager ist jetzt, kenne ich eigentlich nicht so, aber was kann mir passieren? Also die Songs sind auch schön. Mache ich mal. Also so ganz naiv und so ganz gar nicht drüber nachgedacht irgendwie. Ja, warum nicht? Ne, so. Tag. Hallo. Ich bin die Werner. Hallo, freut mich. Mich auch. Hallo, servus. Hallo. Hallo. Servus. Hallo. Gut. Wir würden gerne eines machen. Ja. Wir filmen nur den Beginn, wie wir zwei da runterkommen. Quasi nur so, zack, Schnitt und dann sind wir schon am Boot. Okay. Ist das okay? Ja, klar. Gut. Diesem Lied für einen Tag, so heißt ja auch das Album und so heißt auch die Tournee für einen Tag, geht es doch darum, dass du dich danach sehnst,
wieder einmal für einen Tag lang Kind zu sein. Bei diesem Leben sehnst du dich wirklich dran? Nein, es ist ja, also ich bin wahnsinnig glücklich und ich kann mich sehr, sehr geehrt fühlen, dass ich dieses Leben führen darf. Trotzdem gibt es ja Momente, gerade in meinem Berufsleben, ich musste ziemlich schnell erwachsen werden und auch war immer umgeben von erwachsenen Menschen. Angefangen mit, du hast ja eine gewisse Verantwortung, musst dein Publikum unterhalten und. Das waren so lauter Sachen, die dann so auf mir lasteten, auf den jungen Schultern, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mich manchmal schon zurückerinnert, wie das früher als Kind, was man da für Blödsinn machen durfte und durfte einfach mal so sein, wie man will und keiner hat drüber nachgedacht. Und das kann ich mir einfach nicht mehr erlauben. Ich stehe in der Öffentlichkeit und für eben ein sehr privilegiertes Leben, aber man muss eben auch aufpassen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas vermisse, sondern ich glaube, jeder hat doch mal so dieses Gefühl, Mensch, oder erinnert sie mich zumindest gerne an seine Kindheit, wenn sie eben schön war. Und bei mir war es eine absolut traumhafte Kindheit. Ja. Ich sehe noch ein das kleine Mädchen, das ich mit 7 war. Da war mein kleines Kinderzimmer, groß wie Amerika. Daddy, der war quicklebendig und jeden Tag unendlich. Ich hab ihn noch den Teddybär, doch heut lebt er nicht mehr. Alex. Steht auch schon da. Ist das schön, dich zu sehen. Ja, wie du? Na, Uwe. Ich dachte schon, es wäre die Bühne. Ich so, wow, geht die hoch hinaus. Ja, dann komm mal mit. Uwe, ich vertraue dir gerade voll. Darfst? Meinst du, dass ich jetzt also. Die Kamera ist auf mich gerichtet. Kann ich das noch nicht machen? So, Alex, welcher Standpunkt? Ja, ich will noch ein Stück weiter. Hier raucht wer? Nee, das stimmt nicht. Die rauchen nur unsere Köpfe. Oh, okay. So, jetzt kannst du mal sehen. Und jetzt? Ich will noch nicht. Cool. Wow, hä? Wow. Was hat sie denn alles zu bieten? Ja, das ist jetzt mal ein Bild irgendwie von vielen. Welche Stufe soll ich denn? Ja. Ja. Yeah. Hi. Nice to meet you. Ich treffe hier lauter Leute. Da kannst du jetzt stehen. Da kannst, nee, kannst du auch nicht. Ha? Ja, aber ich gehe halt ein bisschen in die Knie. Allein im Licht. Ende! Ja, great. Oh. Werde ich auch nie vergessen. Meinen allerersten Auftritt mit meiner CD, als es schon, also nicht meinen ersten Fernsehauftritt, sondern den ersten Live-Auftritt, hatte ich in Aachen auf so einer Dorffestbühne. Ich hatte, glaube ich, erst, also ich, nur ein oder zwei Lieder waren von mir bekannt. So, das war ganz am Anfang. Und ich dachte,
Naja, so wie ich das halt immer gewohnt war, auch von der Musical-Ausbildung. Ich muss mir dazu eine komplette Choreografie ausdenken und ich muss den Song vertanzen, live singen dabei logischerweise. Und ja, habe das dann auch gemacht und habe das immer wieder mal gemacht bei Live-Auftritten. Habe dann aber gemerkt, irgendwie macht das kein Mensch. Irgendwie bin ich immer die Einzige, die da so rumhampelt und die tanzt und ist wild und macht das Bein hier hoch und zack und... Also ich war wirklich, ich kam mir dann irgendwie, irgendwann kam ich mir einfach doof vor, weil ich dachte, irgendwie stehen alle anderen nur rum. Nicht rum, sondern dann fand ich das wiederum schön, weil ich dachte, ach, hör doch auf, dieses Getanze da immer, weil es auch, die Musik war auch, es war auch nicht so leicht, auf meine Musik jetzt so zu tanzen, wie ich das früher gewohnt war. Also habe ich dann irgendwann aufgehört und habe gedacht, nee, es ist, glaube ich, doch viel schöner, wenn ich mich hinstelle und die Leute genießen, wie ich singe und ich höre auf, wie gesagt, da zumindest für mich gefühlt früher rumzuhampeln. Aber dann kam eben 2010 die erste Tour mit Tänzern und das erste Mal bin ich auf Marvin gestoßen und da kam so die Liebe endlich wieder hoch, die ja alle Jahre in mir war, aber die ich einfach so ein bisschen vernachlässigt habe. Und ja, und heutzutage kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Tänzer und ohne zu tanzen eigentlich so eine Tour zu machen. Das geht für mich einfach gar nicht mehr. Ich wünsche mir heute noch, dass irgendwann die High Heels gehen und dass man dann einfach bequemes Schuhwerk zum Tanzen tragen kann. Aber das funktioniert so nicht. Für uns beide, wenn wir uns nicht mehr sehen. Wenn das so tief geht. And here she is with her. Wow, beautiful. Also ich weiß auf jeden Fall schon, ich habe so ein paar, die auf jeden Fall, die ich will. Weil ich die einfach... Yeah. Off on that right.
you're gonna push your back, your weight's on the right leg. Yeah. From here, you're gonna push that scoop that there to step there. Everybody for this fantastic first run through part one. Let's meet at exactly 3 p.m. 3 Uhr, 50 Uhr, bitte. Versuchen wir es knackig zu machen. Okay, so, knackig, 5 Minuten. Kommt. Soll ich loslegen? Ja. Gut, herzlichen Dank erst schon mal allen. Thank you so much. Great first run through, everybody. Thank you, thank you. Okay, ich würde einfach Punkt für Punkt durchgehen. Wer was dazu zu sagen hat, gleich auf den Tisch damit. Ja, das ist
Das brauchst du nicht. Ja. Hallo, das ist doch super. Das ist doch toll. Mit dem ich finde nicht, dass es passt. Das macht die Omi kriegt dann bei der Herzschrittmacher durcheinander. Also das würde echt, das wir haben dann auch dieses 10-minütige oder 11-minütige Grease-Medley, wo es echt abgeht. Ich finde, das ist jetzt so eine Situation, wo ich sage, die Leute müssen jetzt mal wieder in ihre Wohlfühlstimmung kommen. Ich habe ganz gezittert dann irgendwie. Im ersten Block, meinst du? Im ersten Teil, der ganze erste Teil, habe ich einfach... Euch ist es nicht weich und old-fashioned genug. Also nicht negativ gemeint. Sucht da anders war dann aus. Nee, weich. Lagerrest genug. Ja, oder ja, so wie es bisher war. Oder das klingt auch wie ein Schimpfwort. Nix. Ja, aber es klingt nicht Helene Fischer-mäßig. Oder so. Das stimmt auch nicht, weil das ist Helene Fischer 2012. Reloaded. Das Problem ist jetzt gleich die Völker der Halle. Weniger ist manchmal mehr, meiner Meinung nach. Und das ist also bei ein, zwei Nummern. Ich glaube, dann gewinnen wir. Gruppenfoto. Komm, wir machen so einen Flieger, so nach da. Wunderschönen guten Abend. Vor dieser Preisträgerin gibt es kein Entrinnen. Sie kriegt jeden. Sie war letztes Jahr das schönste Weihnachtsgeschenk des deutschen Fernsehens. Millionen waren hingerissen von ihrem Showprogramm, von ihrer Showpremiere. Sie sang, tanzte, zauberte und verzauberte Millionen der Nationen. Sie ist, könnte man sagen, die Entertainerin der Neuzeit. Und hier kommt der absolute Gewinner der Publikumswahl. Die Goldene Henne 2012 in der Kategorie Musik geht an Helene Fischer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinem treuen Publikum, bei den Zuschauern des MDR, bei den Leserinnen und Lesern der Super Illo. Ich meine, ich bin Sängerin und für mich gibt es nichts Schöneres, als einen Publikumspreis in den Händen zu halten. Trotzdem würde ich gerne diesen Preis heute Abend teilen, und zwar mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, mit natürlich Florian, mit meinen beiden Omis, die mich schon ewig nicht mehr gesehen haben, denn neben der Musik gibt es für mich eben auch meine Familie, die mir einfach ganz, ganz wichtig ist. Ich danke euch allen für eure Liebe, für eure Unterstützung und liebe Fans, ihr wisst, in den nächsten 2,5 Monaten bin ich nur für euch da. Ich freue mich total auf die Zeit und ich freue mich wie Bolle über diesen Preis. Ich wünsche Ihnen allen hier in Berlin noch einen wunderschönen Abend und bedanke mich ganz herzlich. Danke. Glaub es dir, sonst will ich nicht.
mit uns nochmal in den Weg. Nur wer den Wahnsinn liebt, war ein sehr, sehr spezieller Song, so, den man, also diese Seite, diese rauchige, dieses etwas Verruchtere, so von mir kannte man vorher so noch nicht. Und das hat mir halt eigentlich auch sehr gut gefallen, weil ich dachte, es wird auch mal Zeit, dass man diese Seite zeigt, weil ich muss ja nicht immer die Nette sein. Mein Charakter oder mein Wesen verändert sich ja nicht nur, weil ich so einen Song singe, aber es ist einfach auch wichtig zu zeigen, dass ich das auch bin und dass ich das sehr, durchaus auch sehr mag. Und das alles schlummert ja in mir. Also das bin ja trotzdem ich, nur diese ganzen Seiten kann ich ja im Alltag oder jetzt, wenn ich jetzt meine Songs singe, nicht immer ausleben. Das kann ich ja nur dann, wenn wir zum Beispiel Fremdtitel machen wie James Bond, so ein Thema irgendwie aufgreifen, also wo man auch wirklich mitspielen kann. James Bond bin ich einfach die sexy, coole Frau irgendwie. Also einfach eine andere Seite in mir, die da rauskommt. Und das habe ich den Leuten, oder wollte ich zumindest, dass sie da alle möglichen Seiten an mir irgendwie kennenlernen. Und es hört ja nicht auf. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt schon alles kennengelernt haben. Ich selbst muss mich ja auch noch kennenlernen. Also es gibt ja immer wieder Seiten an mir, die ich dann im Laufe der Jahre dann, wo ich dann sage, ach, wusste ich gar nicht, dass ich so auch bin. Surface and every shadow. The reflection on the water, more than darkness in the depths. See your surface and every shadow. On the way and I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden child, the world believes. Golden eye, time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees. You never know how I watched you from the shadows as a child. Hallo und einen wunderschönen guten Abend, Hof. Also heute ist ein unglaublich wichtiger Tag. Wie ihr wisst, beginnt ab heute meine Tournee. Das heißt, wir werden in den nächsten 2 Monaten in über 50 Städten mit unserer aber ich muss mich doch noch anziehen. Du musst dich gar nicht anziehen. Grease kann man ohne Klamotten. Aber darum geht's doch. Ja, dann ziehst du dich doch an. Jetzt sei doch mal entspannt. Ich bin nicht entspannt. Schön, danke. Sei doch einfach entspannt. Ganz süß, danke. Alle Zeit. Du hast alle Zeit. Nein, jetzt sag doch los. Ich bin auch mal gesagt, nein, ich gehe. Ich bin in der Kette. Ich gehe doch nicht. Danke, komm!
Sehr schön. Hast du gut geschlafen? Hat was Skurriles, ne? Ja. Das ist kleine Wasserpfeife zwischendurch. Something like this has happened here, and for every last one of you guys, I'm very excited that you guys are here, and I wish you guys the very, very, very best tour. Thank you guys a lot. You guys have a wonderful time. Thank you.
Foto. Vielen Dank, das war ganz toll. Ah, Sie haben ein Foto, okay. Ja. Oh, das wird natürlich... Dankeschön. Das war ein toller Abend. Danke Ihnen. Alles Gute für Sie. Für Sie auch. Vielen Dank, vielen Dank. Ich brauche wieder Zufall. Oh, ja, ist ja kein Problem. So wie immer. So. Hast du noch einen kleinen Kaffee? Hm, weiß nicht. Nee. Hey, du. Hallo. Bist du müde? Ja, vom Nichts. Ich hab mir das Buch gelesen. Schönes Buch. Herrlich. Und verstehst du es? Nee, und das sind so ganz witzige Spiele. Hör zu, manchmal beneide ich mich selbst, wenn du mich in den Armen hältst und ich dich atmen kann. Denn das, was mit dir kam, ist für mich neu. Ich fühle mich schwerelos und frei. Für mich bist du der Mann. Wer heilt mein letzter Tag? Ich lebte ihn mit dir. So weit der Himmel reicht, wer auch das Glück in mir. Es gibt keinen Grund zu weinen, weil ich weiß, was Liebe ist. Wer heilt mein letzter Tag? Okay, wenn du bei mir bist. Ich glaube, ich war dem Glück nie auf der Spur. Denn was auch kam, ich dachte nur, wie du mir, als du kamst, die Fesseln von den Flügeln nahmst. Schau, wie der Tag anbricht. Wer heilt mein letzter Tag? Ich lebte ihn mit dir. So weit der Himmel reicht, wer auch das Glück in mir. Es gibt keinen Grund zu weinen, weil ich weiß, was Liebe ist.
ging ja jeden Abend ziemlich viel mir vor. Das war so ein Gefühl von, ich bin in dem Moment eigentlich wahnsinnig zerbrechlich, weil ich so viel von mir gerade gebe. Also weil ich es eigentlich auf den Abend vorbereite, dass ich heute versuche, alles für euch zu geben. Das heißt aber auch, dass man sich so ein bisschen seelisch, sage ich jetzt auch mal so, entblättert. Also man zieht sich da auch irgendwo aus, weil man einfach so viel von sich preisgibt. Also ob du jetzt eine Ballade singst, die dir wahnsinnig zu Herzen geht. Also mir ist es auch oft passiert, dass ich bei Sehnsucht, dass ich da einfach irgendwie Tränen in den Augen hatte oder musste mal weinen, weil mich irgendein Gefühl überrumpelt hat. Und ich bin aber gerade auf der Bühne und dir gucken irgendwie 12.000 Menschen zu, wie du gerade selbst an irgendeinem Gefühl, das in dir aufkommt, irgendwie zerbrichst. Ich will nicht sagen zerbrichst, aber das ist einfach so, dir gucken so viele Menschen zu, wie du gerade alles aus dir heraus singst, weil du das verinnerlichst gerade, was du da singst. Und das ist, das sind so Momente, die da in dir vorgehen. Da ist vieles dabei, da ist Freude, einfach nur Dankbarkeit auch. Da hatte ich ganz oft dieses so, jetzt stehe ich da und so viele bejubeln mich und sind gekommen und nur wegen mir. Und dann gibt man so gerne so viel. Also man will dann fast noch mehr und du platzt schon fast, weil du einfach nur abgeben möchtest. Das ist der Wohl. Wir gehen in die Ehe und traut, ruf nicht! Es ist aber ein eindeutiges Gefälle erkennbar von den ersten Autogrammstunden zu jetzt. Also gestern zum Beispiel ist es extrem aufgefallen. Man merkt, dass die Energie immer weniger wird und deswegen sage ich es einfach nur, dass da wirklich ein Trend zu erkennen ist, dass es schwieriger wird und ich... Ich spreche nachher noch mit dir. Mach das. Wie könnte man erklären, dass man keine Autogrammstunde macht? Dann muss man sagen, ihr geht's nicht gut oder sie ist hartnäckig. Letztes Mal haben wir draufgeschrieben, angehende Erkältung. Und schon haben wir die Dialogpress voll gehabt. Ja gut, aber das wissen wir, das werden wir so oder so nicht verhindern können. Das muss man ganz klar sagen. Schlimmer wäre, wenn sie aufgrund solcher Situationen dann nicht mehr... Ja klar, das bin ich ja voll bei dir. Aber wir müssen halt eine Erklärung haben gegenüber den Leuten. Ja, die ist eben... Das ist ein Erfahrungswert, dass das einfach nicht mehr zu leisten ist. Wenn sie kann, soll sie es machen. Wenn sie nicht mehr kann, soll sie es nicht machen. Ganz einfach. Es ist schlimmer, das ist vollkommen richtig, wenn sie am Donnerstag ausfällt. Ich habe kein Problem, wenn wir sie gar nicht mehr machen. Das ist gar keine Frage. Das Pensum wird sie nicht mehr lange durchlassen. Ja, dann müssen wir halt sagen, wir machen keine Rückenstunden. Also, du weißt ja, ich schreibe 10 Stunden am Stück. Aber wir müssen es erklären. Wir müssen den Leuten erklären, wenn wir schreiben, es kann es aus Kräftegründen nicht mehr. Kannst du nicht machen, also musst du einen Grund dafür haben. Ja. Ich habe die ganze Nacht durchgehustet. Bin zwar immer wieder eingeschlafen, aber es war super trocken und ich habe keine Luft mehr einfach gekriegt.
Und dann mache ich die ersten Songs und merke so, wow, da geht ja gar nichts heute. Und dann schwappte das so über und dann ging auf einmal nichts mehr. Das ist, weil ich so trocken, das fällt mir auch schwer zu reden. Ja, muss ja nicht. Weil ein trockener Husten ist das Allerschlimmste für die Stimmbänder, weil das die ganze Zeit nur knallt. Und wenn da auch nichts rauskommt, dann kratzt es und es kratzte den ganzen Abend. Das war die Hölle. Und jetzt auch noch? Nee, jetzt kratzt es nicht mehr, aber jetzt bin ich heißer. Das Bronchikum, das ist okay. Kann sich nicht falsch machen. Ja, nur ich habe mich jetzt heiser gemacht. Also ich habe meine Stimmbänder jetzt komplett zerstört gerade. Selbst meine Songs heute nicht singen können. Darf ich was dazu sagen? Darf ich was sagen? Ja. Das wird ja morgen nicht besser sein. Mhm. Lieber auf der sicheren Seite, lass uns dann morgen diesen Stimmenarzt aufsuchen. Und es wird jetzt über Nacht auch mit Cortison wird es ein bisschen besser, aber nicht so besser, dass ich morgen eine Show spielen kann und die wirklich toll klingt. Und nach der Show bist du dann richtig tot. Und dann bin ich richtig tot. Ja. Aber so eine Show wie heute mache ich nie wieder. Warum? Weil es besser, die Leute nach Hause zu schicken? Ja, nee, nicht nach Hause, aber von vornherein lieber absagen. Aber ja, so wie ich heute, das war eine Katastrophe. Für dich jetzt? Auch für mich, oder für auch für die Leute. Die, ja. die haben 20 Minuten nicht gekriegt, was alle anderen doch kriegen. Ja, klar. Das ist nicht fair. Aber es steht im Programm immer so in Vorbereitung. Es geht halt überall. Klar, das aber machen andere auch. Aber es fühlt sich auch echt beschissen an, da oben zu stehen und nicht singen zu können. Ich verstehe das. Der wird nicht mehr dran. Also morgen sein. Oh, ist das alles scheiße? Nichts ist scheiße. Das ist nicht scheiße. Passiert jedem. Aber die letzten 5 Shows. Ja, sieht man mal. Hallo? Ita? Helenes Stimme ist so angegriffen, dass wir ernsthaft überlegen, morgen abzusagen. Absagen. Ja klar, 10.000. Was nützt es, wenn wir ein halbes Konzert machen und von 10.000 Leuten 5.000 Leute verärgern? Wir würden versuchen, dass wir das an dem... Das kann ich, das ist natürlich das Problem jetzt, weil ich weiß, was der Arzt morgen sagen wird. Wir würden versuchen, dass wir das an dem Partytag nachholen. Nein, ich mach gar nicht. Ja, aber das ist halt so, wenn ich die Stimmbänder reize, ich bin oft genug mit Sängern unterwegs, wenn ich Stimmbänder reize und darüber dann weiter singe, dann mache ich es kaputt. Dann tue ich mit der Stimme nichts Gutes. Klar, wenn morgen ein Arzt anspringt, wir wollen ja auch einen Test dafür. Ne? Dieter? Also der Arzt hat jetzt erstmal striktes Schweigen verordnet. Und wir müssen dann halt entscheiden, am Freitag müssen wir entscheiden, was wir jetzt genau machen. Ob wir jetzt, also den nächsten Job in Saarbrücken müssen wir definitiv erstmal verschieben. Ja, wir sind toi toi toi, wir hoffen, wir wissen ja noch nicht, wie lange sie ausfällt. Es kann durchaus sein, dass sie lang, wenn die Stimme sich nicht erholt, können wir auch die nächsten Städte nicht spielen. Wir hoffen jetzt, dass es... Ja, wäre ein trauriger Abschied gewesen gestern, aber kann theoretisch sein, ja. Was ich nicht hoffe und was ich nicht glaube, theoretisch kann es ohne weiteres sein, dass, wenn die Stimme sich nicht erholt, dass auch die nächsten Termine abgesagt werden müssen.
Helene Fischer-Konzert, würde ich schreiben, Helene Fischer-Konzert in Nürnberg muss abgesagt werden. Nach den vergangenen Konzertabsagen in Stuttgart und Saarbrücken folgen leider auch die Absage für die Show in Nürnberg. Diese Entscheidung ist aufgrund eines grippalen Effektes der Künstlerin und der Rücksprache mit ihrem Arzt unabdingbar. Es tut mir unendlich leid und ich bitte von Herzen um Entschuldigung. Das bin ich mir fast sicher, ja. Nein, das wär das falsche Signal. Nein, 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 das sollten wir auf alle Fälle machen. Hast du mit ihr telefoniert? Nein, nein, ich habe gesimst, ja. Na? Okay, gerne, tschüss. Thank you, welcome. That was a Marvin. Thank you. Oof. Ooh, this room is amazing. Ooh, she's a honeymoon suite again. Not a honeymoon. If the beds are touching, it's a honeymoon suite. Well, they're not touching. Can you stand in between them? No, but we can do this room. It's 1 meter between each bed. Oh, it is kind of nice. Where are we? That's bad. You can't be on tour and say that. I know, but I don't know where we are. You should know that. Do you? Of course I know where we are. So where are we? California. You're stupid. You don't know where we are either. Look on the paper. We skipped a couple cities, so there has to be one of them. Auf jeden Fall zu irgendeiner Veranstaltung. Okay. Okay. Ja? Danke. Alles gut. Tschüss. Nicht das Beste. Danke. Danke. So, also, danke. Tschüss. Tschüss. Tag. Schlechte Nachrichten. Wir können spielen morgen. Freudenlächter ist bei Semmel. Ach Gott. Ja, das Letzte muss ich spielen, egal wie. Ja, okay, sage ich ihr. Schöne Grüße. Liebe Grüße zurück. Einziges Mal nachgedacht und dann habe ich es sein lassen. Also dann habe ich wirklich, da habe ich alles, was so auf mich zukam, genossen und hab mich dann für diesen Schritt eben dann auch entschieden. Also ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt nach diesem sehr wichtigen Gespräch dann mit eben Jean oder Erich Liesmann, Jean Frankfurter, Schlager zu singen. Ich kannte mich überhaupt nicht aus, aber auch ich hatte Vorurteile und dachte so, naja, ist das jetzt was für mich oder ist das wirklich meine Musik? Die Frage habe ich mir schon gestellt und bin dann nach Hause gefahren und das war so eine Fahrt, ich weiß gar nicht, ich bin dann irgendwie zu Hause angekommen und war ganz erschrocken, weil ich irgendwie gefahren bin. Also ich wusste gar nicht, es war so ein automatisches Fahren, wahrscheinlich kennt man das sowieso, aber ich war so völlig weg, weil ich da schon mit mir gehadert habe. Und dann kam auch noch ein Song im Radio, der mich immer verfolgt hat und der mich berührt hat und mit dem ich auch bei einem Gesangswettbewerb teilgenommen habe. Und es war auch wieder so eine schwere, schöne Ballade.
Und ich hatte Angst, dass ich diese Balladen oder dass ich so diese Nummern, die ich so gerne singe, dass ich die nicht mehr haben darf. Und dann habe ich tatsächlich auch irgendwie geheult im Auto und kam an und wie gesagt, war total erschrocken, wie ich da zu Hause ankam. Und dann habe ich aber gedacht, hey, ich bin jetzt Anfang 20 und dir wird gerade eine Chance geboten und mach's einfach. Und ab dem Zeitpunkt und ab diesem mach's einfach, danach, wie gesagt, habe ich es mitgenommen. Und ich habe auch nicht gewusst, ja, ich habe mich einfach danach total verliebt in das Ganze, also in die ganze Branche. Ich fand einfach, am Anfang wurde ich wirklich so herzlich aufgenommen von allen. Jeder hat mir Tipps gegeben und alle haben irgendwie auf mich aufgepasst und ich war so das Küken irgendwie. Und trotzdem hatte ich bei denen so einen Platz, also es war kein Neid da und es war einfach echt so harmonisch und alles war toll. Also ich habe die Zeit irrsinnig genossen und auch so die ersten Erfolge, dann kamen ich wurde überrascht mit der ersten Goldenen oder ich habe die ersten Preise gewonnen. Das sind so Erfahrungen, die ich gar nicht missen möchte und die, ja, wo ich einfach wahnsinnig glücklich war zu der Zeit. Wahnsinnig. Also da war ich auf Wolke 7 und ich dachte, Hammer, Schlager ist echt das Coolste. I'm so grateful to have this journey with you all, and it's very emotional to me tonight. So thank you, everybody. I'm so sorry because of the last 6 days. I missed you very much at home, and it was like I'm Lea, empty without you. So I wish you all the best for tonight. Have fun. Enjoy this evening. And give all your love and thank you for everything you did for me, okay? Thank you so much. And please have fun tonight, okay? Ich noch.